Good morning, Freunde. Freunde, Freunde, Freunde. Ich bin in Wertheim. Das Wetter, scheiße hoch 10. Es pisst, was runterkommt. Es ist richtig arschkalt. 7 Grad oder so. Im kurzen Höschen nicht auszuhalten. Na. Ja, warte, dass ich jetzt hier abladen kann. Ich glaube, das wird nicht mehr lange dauern. Und die laden selber ab. Also daher no stress, wenn er versteht, was ich meine. Ja. So ist das. Ja, beim Onkel Doc war ich heute Morgen. 16.06. geht es unter das Messer. War mir ja schon klar von Anfang an, es musste nur noch bestätigt werden. Fall 5 bis 6 Wochen aus. Ist halt so, Gesundheit geht vor. Das war schon immer so. Ja, das nur zu dem Thema. Mehr will ich dazu auch nicht mehr sagen. Habe ich lang genug damit gelangweilt. Ne? Ja, jetzt gucken wir mal, dass wir hier abgeladen bekommen. Dann muss ich mal sehen, dass ich irgendwo Saft herkriege. Weil allzu weit komme ich, glaube ich, nicht mehr mit der Maschine. No. Wir werden sehen, was geht ab. Dann. Ja. Dann fällt mir gerade noch ein. Schöne Grüße mal an unseren Mike on the road in America. In America. Sei gegrüßt, mein lieber Freund. Ich habe mich gestern mal in den Livestream mit eingeklickt. Und da ist mir die Idee gekommen, dass wir beide ja mal einen Instagram-Livestream zusammen machen könnten. Und ich glaube, das gehen wir mal an. Ne? Mike hat da schon zugesagt, müssen wir nur mal einen Termin finden. Ich habe ja bald viel Zeit. Und ja, dann rocken wir die ganze Geschichte. Ne? So, jetzt fährt er von der Rampe weg. Ich glaube, jetzt kann ich dran. Ne? Also ich melde mich bei euch. Thank you.
So eine Scheiße, Junge! Scheiß Wetter, ey! Ich kann da auch nichts dafür, Mann! Nee, nee, nee. Hab ich dir da drauf gelegt? Guck mal richtig. Vorne ist einer, hinten sind vier. Leute, es ist quatschnass. So. Kamera trocken. So, siehst du, es geht auch mal so. Ne? Bei dem Pisswetter, ey, leck mich am Arsch. Das ist der Wahnsinn, wie das runterhaut. Ey, die ganze Zeit schon. Seit heute Morgen, wo ich weggefahren bin. Nur am Pissen, 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 Pissen. Hammer, ey. Egal, ja, ich lade jetzt hier für Meckenbeuren bei Ravensburg. Und dann kriege ich noch was für Illertissen drauf. Und muss unbedingt tanken, sonst kann ich die Karre da runter schieben, ey. Das wollen wir ja nur auch nicht. Ne? Das ist nichts für mein Knie. Ja, wieder beim Thema, Junge. Der Möller kennt nur das Knie noch. Ne? Ja. So läuft's, Leute. Also, ich lade und dann geht's weiter. Bis später. Feierabend, ihr lieben Leute,
da draußen. Feierabend. Jo, ich bin jetzt hier in Ellwang im Industriegebiet, wo ich immer mal stehe. Es pisst immer noch, was runterkommt. Das ist der helle Wahnsinn. Echt der helle Wahnsinn. Heute Nacht kannst du wahrscheinlich die Standheizung anmachen, weil es wirklich so arschkalt ist. Es sind jetzt gerade mal 4,5 Grad plus gewesen. Ab morgen soll es dann so langsam temperaturtechnisch ja wieder hochgehen. Aber ey, leck mich am Arsch, ey. So ein Scheißwetter. Da machen die Eisheiligen wirklich, was sie wollen. Ja, ja Leute, ich mache morgen früh so gegen 6:30 ungefähr, mache ich weiter. Ich will um 8 Uhr will ich spätestens in Illertissen sein, weil ich muss um 11 Uhr in Meckenbeuren anliefern. Ich war da, glaube ich, schon mal. Das ist da unten in der Ecke zwischen Ravensburg und Lindau. Und ja, deswegen wollen wir nicht lang schnacken. Feierabend machen. Deswegen genießt das Wasser, was von oben runterkommt. Schönen Feierabend euch allen da draußen. Und wir sehen uns morgen in alter Frische wieder. Wicked Peace. Euer Mölli. Haut rein. Mensch, ich bin jetzt hier in Illertissen. Ihr hört, wie hinten schon Krach gemacht wird. Es ist das erste Mal, dass ich hier nicht abladen muss. Also wie gesagt, ey, es gibt viele Nachteile durch diese CK, aber auch manche Vorteile. Man wird quasi noch fauler. Ja, so ist es halt, ne? Willst du machen? Heute morgen arschkalt, minus 2,5 Grad da, wo ich war in Ellwang. Habe ich erstmal den Luftbalg im Auflieger aufgeblasen. Das wollte ich euch ja auch nochmal zeigen. Mal gucken, vielleicht mache ich es heute Abend nochmal so pro forma, damit ich es euch richtig zeigen kann. Also, mal gucken, ich weiß noch. Gucken, weißt du. Ja, warte ich mal, bis die abgeladen haben. Trinken Käffchen, schmimmen Knäckebrot. Ne? Mölli macht Diät. Ist immer wieder soweit. Ja, und meld mich bei euch, wenn es weitergeht. Versprochen. We'll be right back.
Boah, da steht so ein Drecksding da. Ja. Eigentlich reich, oder? Ich denke, oder? Die Hälfte wird sein, oder? Ja, knapp die Hälfte. Mir was zu. Heißt, ich bin leer.
Ja, Leute, ich bin hier in, ich glaube, Liebenau heißt es, bei Meckenbeuren. Ich bin hier eine Straße hergefahren. Es war kein Durchfahrtsverbot für LKWs. Es stand vorher nur eine Empfehlung, da nicht herzufahren. Aber wie ihr im Video wahrscheinlich gesehen habt, bin ich durchgefahren. Ich habe Blut und Wasser geschwitzt, gell? War echt der Hammer, ey. Da hätte mir keiner entgegenkommen dürfen. Wie jetzt neulich da die eine Geschichte im Wald, ey. Hammer. Aber hey, no risk, no fun. Bescheuert, ey. Ich habe mich echt gefragt, ob ich es noch ganz alle habe, ey. Aber das können mir wahrscheinlich andere besser beantworten. Ja, ich habe jetzt hier abgeladen. Ich kriege jetzt einen neuen Auftrag zugeschickt. Ich hoffe, dass das dann alles passt, was noch geht. Und wir schauen mal weiter, was dann geht. Na, ich hoffe, irgendwas Vernünftiges. Einfach nur 34 Paletten und fertig. Das reicht dann auch. Mehr brauchen wir nicht. Gut, also ich warte mal, bis ich was kriege. Und dann melde ich mich bei euch und checkt es. Bis dahin. Geladen, Leute, geladen. Ich war eben in Bad Schussenried, hab da geladen für Moosbach. Zustellung morgen von 6 bis 17 Uhr. Ich habe mich für 16.59 Uhr entschieden. Ja. Ja, mal gucken, wie weit ich jetzt noch komme. Das ist immer so eine Sache, weil ich würde mit der Fahrzeit ziemlich genau hinkommen. Aber die hören um 17 Uhr auf und das Navi sagt im Moment 16.59 Uhr. Also, das ist echt kacke. Und vorher irgendwo parken ist auch kacke. Also weiß ich wieder nicht, was ich machen soll. Das ist immer so eine Geschichte, weil der Bereich so zwischen Stuttgarter Kreuz und hoch so Neckarsulm die Ecke ist nicht so wirklich was. Ist nicht so wirklich was. Also da ist nichts Vernünftiges. Ja. Ich fahre jetzt hier gerade über die Schwäbische Alb. Kommt ein Parkplatz nach dem nächsten, echt. Ein Parkplatz nach dem anderen, ehrlich. Richtig schön. Könnten wir stehen bleiben. Kann ich aber nicht bringen, ist noch zu früh. Ja. Wobei mir das eigentlich auch egal wäre, rein theoretisch und praktisch auch. Aber naja, schauen wir mal. Nun gut, also ich düse noch ein bisschen Richtung Moosbach. Ihr werdet sehen, wo ich gelandet bin. Das war Teil 119. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und danke für euren coolen Kommentare hinsichtlich meiner OP, die bevorsteht, und dem Plan, wie wir das Ganze über die Bühne bringen, hier so kanaltechnisch gesehen. Danke, danke, danke. Echt cool von euch. Und ja, wer es noch nicht getan hat, abonniert meinen Kanal. Freue ich mich drüber, sage ich jedes Mal wieder. Es ist auch so, weil ich freue mich darüber. Ja. Kommt in die Community, diskutiert mit, liked mit, disliked mit, macht alles mit. Ja. Macht einen riesen Fetz. Und ja,
So viel dazu. Denkt daran, es gibt jetzt, bis ich wieder nach der OP an der Arbeit bin, nur eine Folge samstags um 8 Uhr. Ich denke, damit fahren wir am besten. Mache ich ja auch immer im Urlaub die ganze Geschichte. Und ich denke, das passt so. Ne? Also Leute, ich danke euch. Wir sehen uns wieder. In dem Sinne, Wicked Peace, euer Mölli. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier keinen kaputt fahre. Die hüpfen mitten auf der Straße rum. Immer diese Selbstmörder. Ja. Also, wie gesagt, ich wünsche euch was. Wir sehen uns. Wicked Peace, euer Mölli. Haut rein. Es war richtig.